Vorhin bin ich ja mal wieder auf Twitch unterwegs gewesen. Mit X der guten Laune. Ja, Kater, mach kein Auge, ich mute die Musik schon. So. Ich bin auf Twitch unterwegs mit X der guten Laune. Schau so ein bisschen rum, was so geht, ja? Und ihr wisst ja, fünf Monate Single, fünf Monate kein Sex. Da guckt der Aal in der Hose ja auch den ein oder anderen Blick mal mit, ne? Man weiß ja, wie es läuft. So, entdecke ich eine Streamerin, eine sehr neue Streamerin, kleine Streamerin, Digga, komm nicht klar. Auf jeden Fall gehe ich so drauf, okay, schau so, wie oft hat sie schon gestreamt, 3 Streams, irgendwie vor einer Woche oder so hat sie angefangen zu streamen. 3. Stream, aktiver wie ich, die letzten 10 Jahre ist sie auf einmal, ist sie auf jeden Fall schon mal, ne? Guck ich so, ja, schon eine hübsche. Natürlich, was macht man als nächstes Livestream? Instagram abchecken. Hübsche Dame, ne? Denke ich mir so, okay, mache ich mal einen auf ganz witzig und schreib ihr, bitte nicht so verdammt gut aussehen im Stream, sonst rufe ich das Twitch FBI an. So, sie zockt so, weiter. Auf einmal schaut sie aufs Handy. Sie schaut aufs Handy und ich sehe so bei Instagram Nachricht gelesen. Sie schaut aufs Handy und dann schaut sie voll erschrocken in die Cam und macht die Cam aus. Macht einfach die Cam aus. Und ich denke mir so, hä, was ist denn jetzt mit der los, ne? Und auf einmal ist sie richtig angepisst so. Irgendwas labert sie. Ich verstehe gar nicht, was sie labert. Irgendwie, sie nuschelt sowas. Und ich hau so mein Elotrix FBI-Emote in den Chat, ne? Und auf einmal macht die den Stream aus. Sie macht den Stream aus. Das war's komplett. Und ich will ihr schreiben auf Instagram, hey, das war ein Spaß. Es gibt kein Twitch FBI. Sie können auf diese Unterhaltung nicht antworten. Hat mich einfach blockiert. Das war's komplett, Livestream. Digga, ich wollte witzig sein, Mann. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, voll die Hunde auf Twitch. Voll die rufen immer das FBI direkt. Digga, was zur Hölle war das? Hä? Digga, keine Ahnung, Mann, muss los. Meine, dieser Jesus-Typ, Mann, Junge, nerv doch nicht rum mit deinen 23 Kills, Mann. Holy shit, Alter. So oft hätte deine Schwester Sex. Mit 14, die verdammte Mann, Sprite-Codein, Digga, du weißt nicht mal, was das die Scheiße bewirkt, Alter. Hast du bei UFO 361 in irgendeinem Text gehört? Codein, Bruder, mach ich mir als Playstation-Name. Bin ja voll der krasse Ficker. Digga, ich bin so schlecht, warum? Was ist denn da los, Alter? Stalos. Was Stalos? Was Stalos? Was Stalos? Stalos! Stalos! Mann! Werd gleich zum Elch! Ich glaube auch Livestream, deshalb habe ich früher. Guck mal, wie schlecht die sind! Du bist so schlecht! Deshalb habe ich Call of Duty. Huh! Deshalb habe ich Call of Duty. Ey, was? Freiwild 20, deine Mutter ist Freiwild, Mann. Ja, was wollte ich sagen? Deshalb habe ich Call of Duty früher so gut überstanden, glaube ich, weil ich halt einfach die N-Bombe gedroppt habe. Haare auf Commander Kriegerklicks. Jungs, ihr seid so gemein. Aber ich merke schon, das werden jetzt erstmal ein paar geile Memes entstehen damit. Ja, neues Bushido-Album. Aber ich muss sagen, leicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, das neue Bushido-Album, da klingen alle Songs recht gleich, muss ich gestehen. Vielleicht seht ihr das anders, aber Gravitation ist der einzige Song, den ich abgespeichert habe in meine Spotify-Playlist. Alle anderen Songs fand ich jetzt nicht so special. Meine Meinung. Das Album ist von 2015, du Pflaume. Echt jetzt? Huch. Wollt ihr mich jetzt verarschen, Livestream? Das Album Classic ist doch neu, oder nicht? Bruh. Ihr habt mich doch gerade verarscht, oder? Hä, ist Classic nicht sein neues Album? Alter, Livestream, lacht mich mal jetzt nicht aus, Mann. Ich höre nicht so viel Deutschrap. Alter, verpisst euch jetzt mit euren PP-Gas, Alter. Habe ich hier gerade Bushido sein Album gedisst und dabei ist es 5 Jahre her. Das war's komplett.
komplett mit meiner Ehre. Morgen kommt Bushido und boxt mich, Alter. Darauf erstmal ein Depp. Der liebe Fabian und seine Freundin sind ja 2 Wochen vor mir schon umgezogen in den Häuserkomplex, wo ich jetzt aktuell wohne. Und die haben mir beim Weg, also auf der Hinfahrt zu ihrer Wohnung, weil ich habe ja beim Umzug geholfen, haben die mir erzählt, ja, sie werden auf jeden Fall die Wohngegend bei sich nicht vermissen, weil ihre Nachbarin direkt über ihnen beim Sex wirklich klingt, als ob sie, ja, als ob sie misshandelt wird, also wirklich misshandelt, richtig, als ob sie richtig Schmerzen erleidet. Die haben mir das so erklärt, dass sie nicht mehr stöhnt, sondern es ist wirklich nur noch ein Geschreie und Geschnaufe und Gekrächze. Und ich so, aha, okay, ja, lacht man halt drüber im Auto, dies, das, ne? So, und dann sind wir am Ausladen, beziehungsweise am Einladen von seinen Umzugssachen und auf einmal kommt die Nachbarin runter, weil sie einfach ja durch den Hausflur muss. Und das war eine hübsche Frau und ich sehe die so und Fabi macht nur irgendwie so mit seinem Auge so und tut so und ich kapiere sofort, dass er meint, dass das die Frau war, also die Nachbarin, die so klingt im Bett. Und ich schwör's euch, Livestream, der Moment, ich schaue sie so erst an, denk so, oh, schon eine hübsche so, eine hübsche Frau. Und dann macht er so diese Geste und ich kapiere so, dass die so klingt im Bett. Bruder, anders Fremdscham. Ich habe sofort weggeguckt, Alter. Ich konnte nicht mehr in die Augen gucken, Mann. Und die kam dann irgendwann noch später nochmal den Gang hochgesteppt. Ich habe einfach auf den Boden geguckt. Ich wollte gar nichts sehen, Alter. Einfach, ich bin nicht da. Hallo, ich habe keine Augen, ich sehe gar nichts. Ist ja okay. Spaß haben im Bett soll jeder. Aber wenn man dann wirklich so klingt, als ob man angefahren wurde, schwierig, Digga. Schwierig. Off the Sun fragt Carsten, bereust du es nicht, dass du nicht durchgezogen hast mit Stream und so? Hättest bestimmt die Größe von Monte. Digi, das habe ich schon in einem der letzten Streams mal gesagt. Ja, ich bin ehrlich, ich bereue es ein bisschen, dass ich einfach viele von euch halt so eine Zeit lang fast hängen gelassen habe, weil ja, ihr hättet euch immer über neuen Content gefreut, das weiß ich. Das tut mir auch wirklich leid, aber ich habe mich halt nie dazu zwingen können, weil ich es halt ich habe es halt wirklich einfach nicht gefühlt, Digga. Ich habe YouTube die letzten Jahre nicht wirklich gefühlt. Die Call of Duties waren wack und ich war immer nur ein aktiver Elotrix, wenn es auch ein geiles COD gerade gab. Von daher, ich bin wie ich bin und ich habe mich nicht gezwungen, weil das wäre dann Content gewesen auf Krampf. Wenn ich ein Video gemacht habe oder gestreamt habe, dann hatte ich auch immer Bock auf den Scheiß, weißt du? Und klar, viele sagen, ey Bruder, hast eine Menge Geld leasen lassen, könntest du Fame sein wie Monte, das interessiert mich aber nicht. Ich bin wie ich bin, Digga, und ich will gar nicht so Fame sein wie Monte, ich will auch nicht so viel Geld wie Monte, Digga. Ich bin glücklich, bin gesund, Mann, großer Dödel in der Hose, weiß Bescheid, Mann, ich bin mitten im Leben, Mann. Also nicht wie die Fernsehserie, dem mir geht's doch gut, Digga, ich bin doch zufrieden, so wie ich bin, weißt du? Ich will gar nicht Monte sein. Dann machen nur alle Auge, Digga, weil du so Fame bist. Retten wir mal den Teammate auf Ehre. Wieder er ist halt der Einzige, er ist auch Präsidium! Jetzt hab ich alles gesehen! Dem müsste man seinen Rang wegpatchen wieder für diese Spielweise. Einfach nur Schmutz, Digga. Oh ja, wieder ein Wächter, Mann. Warum spiele ich nicht abgespeckt? Ich bin ja auch der größte Idiot, Mann. Ach ja, genau. Junge. Meine Fresse, Alter. Einfach so unendlich, Alter. Einfach nur unendlich. Ey, manchmal höre ich einfach auf zu schießen, weil ich denke, die sind tot. Mann, ey, Mann, ihr Scheiße! So drin kämpft sie da oben! Ich hatte einen Dreier mit euren Ja, der Host kommt ja zum perfekten Moment, Payne. Mann, Alter. Digga, diese Schmutzlobbys, Alter. Da würde dein Hals von hier bis zum Mond wachsen. Ich schwöre bei Gott, Alter. Danke dir für den fetten Host. Grüße gehen raus an dich und deine Community. Bruder, ich habe gerade so auf den Tisch gehauen, dass meine scheiß Cam umgefallen ist, Alter.